Jetzt den Tagesordnungspunkt 19 sowie Zusatzpunkt 12 aufrufe. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens sowie Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Registermodernisierung ohne einheitliches Personenkennzeichen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Platzwechsel zügig vorzunehmen. Wir nähern uns ja der Zielgeraden. So, das gilt auch für die Reihen der SPD-Fraktion. Abschiedsszenen können später auch vorgenommen werden. Ich öffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Carmen Wegge, SPD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren! Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens. Das klingt erstmal sperrig. Das klingt nach Bürokratie. Doch in Wahrheit sprechen wir heute über Bürokratieabbau. Wir sprechen über die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und wir sprechen darüber, wie wir Verfahren vereinfachen können und sie damit schneller machen. Unsere Modernisierungsmaßnahmen müssen hohen Ansprüchen genügen. Sie müssen in eine föderale Struktur passen und sie müssen den Datenschutz hochhalten. Und das ist gar nicht trivial. Zumal wir, und das möchte ich auch betonen, einen sehr guten und effektiven Verwaltungsapparat haben in Deutschland. Der Schritt ins Digitale erfordert daher genaue Abstimmung zwischen den politischen Ebenen. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir uns auch bei diesem vermeintlich kleinen Gesetz im parlamentarischen Verfahren die notwendige Zeit genommen haben. Nach der ersten Lesung des Gesetzes am 27. April haben wir ampelintern viele Detailfragen diskutiert und verhandelt. Daher fanden wir eine Anhörung tatsächlich für uns selbst nicht für notwendig. Aber, Herr Oster, ich bin sehr glücklich darüber, dass Sie als Union noch einmal eine Anhörung beantragt haben, die wir dann ja auch diese Woche durchgeführt haben, weil diese Anhörung zwei wesentliche Dinge ergeben hat. Zum einen hat sie unser Verhandlungsergebnis bestärkt, und zum anderen war es wirklich wertvoll, dem Innenministerium noch einmal ein paar Dinge mitzugeben, die wir untergesetzlich, also jetzt nicht in diesem Gesetzentwurf, regeln müssen, um die Verfahren noch einmal besser zu machen. Deswegen vielen Dank an Sie, Herr Oster. Deswegen kann man insgesamt mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden sein, in meinen Augen. Was tun wir? Erstens, wir vereinfachen und beschleunigen Kommunikationswege zwischen Behörden. Zweitens, ab jetzt ist der Direktversand von neuen Pässen und Ausweisen möglich. Man spart sich den erneuten Gang zur Behörde. Drittens, wir schaffen eine einheitliche Lösung bei Passdokumenten für alle StaatsbürgerInnen, indem wir die deutsche Eigenheit der Kinderreisepässe abschaffen. Das bedeutet für Familien mit kleinen Kindern, endlich nicht mehr jedes halbe Jahr zum Amt zu gehen für einen neuen Ausweis. Ich spreche da aus Erfahrung, kann ich Ihnen sagen. Viertens. Wir ermöglichen elektronische Aufenthaltstitel und damit die Nutzung eines Online-Ausweises. Aufenthaltstitel schaffen ihren Weg weg vom Klebeetikett hin zum Online-Ausweis. Also viele kleine Rädchen, aber richtige, wichtige und notwendige Schritte der Verwaltungsmodernisierung. Eine moderne Verwaltung stärkt das Vertrauen in den Staat, und ich denke, das können wir wirklich aktuell alle gut gebrauchen. Besonders freue ich mich aber auch über einen Entschließungsantrag, den wir im Zuge der Beratung im Innenausschuss beschossen haben. Es geht uns dabei um die Eintragung des Doktorgrades in den Pass und in den Personalausweis. Für die eindeutige Identifizierung einer Person ist diese Information nämlich heutzutage nicht mehr notwendig. Stattdessen kann der Doktortitel schon mal zur Verweigerung der Einreise führen, wenn man vergessen hat, diesen beim Visumsantrag anzugeben. Darüber hinaus führt gerade die Prüfung von ausländischen akademischen Graden zu einem großen Verwaltungsaufwand bei den Behörden.
Um den BürgerInnen dennoch die freie Wahl zu lassen, ob sie ihren Doktortitel im Pass und Ausweis eintragen lassen wollen, haben wir eine, wie ich finde, sehr elegante Lösung gefunden. Künftig soll der Doktorgrad nicht mehr in dem Datenfeld Name eingetragen werden, sondern in ein anderes Datenfeld. Das löst Verwirrungen bei ausländischen Grenzbehörden. Und mit einer Beibringungspflicht wollen wir die Anerkennungsproblematik bei den Behörden verringern und den Prüfaufwand. Daher hier eine deutliche Entlastung. Neben den Verwaltungserleichterung beinhaltet unser Gesetzentwurf aber auch sicherheitspolitische Aspekte. Um Kindesmissbrauch im Ausland zu verhindern, wird ein neuer Passversagungsgrund für Fälle eingeführt, in denen bestimmte Tatsachen die Annahme begründen, dass der Passbewerber im Ausland Sexualstraftaten begehen wird. In diesen Fällen sollen passbeschränkende Maßnahmen in Form einer Passversagung, einer Passentziehung oder einer Ausreiseuntersagung vorgenommen werden können. Außerdem haben wir uns im Rahmen der parlamentarischen Beratung mit genau diesen Maßnahmen auch im Bereich des Extremismus beschäftigt. In der Vergangenheit kam es vermehrt zu gerichtlich bestätigten Verboten von Veranstaltungen des rechtsextremistischen Spektrums innerhalb Deutschlands. Diese Akteure weichen nun teilweise ins Ausland aus. Das sind Veranstaltungen, auf denen zum Beispiel im Kämpfen geschult wird. Für uns ist klar, dass zum Beispiel solche rechtsextremistischen Kampfveranstaltungen eine Gefährdung für die Belange der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Deswegen muss es hier einen besseren Austausch zwischen Sicherheitsbehörden und Passbehörden geben. Aktuell stehen wir in der Innenpolitik vor großen Herausforderungen. Dazu zählt auch prioritär der Kampf gegen Kindesmissbrauch und der Kampf gegen Rechtsextremismus. Ich freue mich sehr, dass wir auch mit der heutigen Debatte mit einem vermeintlich unspektakulären Verwaltungsgesetz diese aktuellen Herausforderungen adressieren. Zum Abschluss, ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen Misbah Khan und Anvirushka Jurisch für die wirklich gute Zusammenarbeit. Die persönliche Bemerkung sei mir erlaubt. Es war sehr angenehm, im Bereich der Innenpolitik mal ausschließlich mit Frauen zu verhandeln. Und bedanke mich, wie gesagt, für das gute Ergebnis und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Degge. Nächster Redner ist der Kollege Josef Oster, CDU-CSU-Fraktion. Ja, verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich gebe zu, das ist eine gewisse Herausforderung, nach einem so intensiven und emotionalen Vormittag jetzt zur parlamentarischen Alltagskost zurückzukehren. Aber auch das gehört zu unserer Arbeit dazu. Und das Gesetz, was wir jetzt hier zu beraten haben, enthält ja durchaus viele gute und sinnvolle Regelungen. Es geht um Verwaltungsmodernisierung, um Digitalisierung, all das, was wir uns ja gemeinsam auf die Fahnen geschrieben haben. Und Sie setzen mit diesem Gesetz auch unseren Weg, den wir ja schon eingeschlagen haben, der Registermodernisierung fort. Auch das ist gut und auch das begrüßen wir ausdrücklich, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Dennoch, Frau Kollegin Wecke, Sie haben das eben so dargestellt, schaffen Sie es aber bei diesem Gesetzgebungsverfahren wiederum nicht, das vernünftig zu organisieren. Es war eben nicht so, wie Sie es dargestellt haben, dass wir genügend Zeit gehabt hätten. Möglicherweise hatten Sie in der Ampel genug Zeit. Das mag sein, weiß ich nicht, wie lange Sie intern darüber gesprochen haben. Das restliche Parlament, der Innenausschuss, hatte das eben nicht. Und Ihr Plan war ja, dienstagsabends noch eine Menge Änderungsanträge im Ausschuss zu platzieren, mittwochs zu behandeln und freitags hier schon zu beschließen. Und nur wir haben das verhindern können, indem wir noch eine Anhörung beantragt haben. Sie haben sich dafür bedankt. Das nehme ich als Akt der Freundlichkeit sehr Aufmerksamkeit wahr. Aber das war auch dringend notwendig, dass wir uns mehr Zeit genommen haben und Experten eingeladen haben, Praktiker eingeladen haben, die sich dieses Gesetzespaket noch mal genauer angeschaut haben. Und das war am vergangenen Montag. Es wäre gut gewesen, wir hätten uns die Zeit genommen, diese Vorschläge auch konkret noch mal zu bewerten im Ausschuss und dann auch das eine oder andere konkret aufzunehmen. Das war aber leider mit der Ampel nicht mehr möglich, und das bedauere ich ausdrücklich. Und die Praktiker haben eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen ja gemacht, die sich leider jetzt nicht in diesem Gesetzesvorhaben wiederfinden. Sie schaffen den Kinderreisepass ab. Das ist ja auf den ersten Blick vielleicht eine sinnvolle Regelung, weil er nur ein Jahr Gültigkeit haben wird in der Zukunft. Aber er ist im Gegensatz zu dem regulären Reisepass ein sehr flexibel einsetzbares Instrument und für die Familien sehr kostengünstig.
Und zu glauben, ein regulärer Reisepass wäre automatisch 6 Jahre gültig, das stimmt eben nicht. Er ist nur so lange gültig, wie das Foto auch eine Wiedererkennbarkeit gewährleistet. Und das ist gerade bei kleinen Kindern eben in jungen Jahren nicht der Fall. Deshalb unser Vorschlag und auch der Vorschlag einiger Bundesländer, zu sagen, den Kinderreisepass zumindest bis zum 6. Lebensjahr beizubehalten. Das wäre sinnvoll gewesen, das wäre auch einfach umsetzbar gewesen. Das war mit Ihnen nicht zu machen. Auch das Thema Direktversand der Ausweise und Reisepässe ist eine gute, sinnvolle Idee. Aber auch hier gilt leider, muss ich sagen, gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und auch hier haben die Praktiker ja viele Vorschläge gemacht, die aufzeigen, so wie es jetzt angelegt ist, wird es nicht funktionieren. Und warum startet man mit so einem guten, sinnvollen Projekt so, dass es automatisch keine Akzeptanz in der breiten Bevölkerung entfalten wird? Auch das, finde ich, hätte man vermeiden können mit etwas mehr Beratungszeit und etwas mehr Offenheit den Sachverständigen gegenüber. Und auch der Landkreistag, Sie waren ja in der Anhörung mit dabei, hat ja darauf hingewiesen, dass es den Ausländerbehörden viel mehr Arbeit machen wird, jetzt auch die Klebeetiketten, ein Relikt aus der Vergangenheit, aber jetzt darauf verzichten zu müssen, auch das hätte man 1-2 Jahre nach hinten schieben können und hätte damit noch eine Menge erreichen können. Also insgesamt viele sinnvolle Ansätze, die aber in der konkreten Umsetzung nicht wirklich gut ausgestaltet wurden. Und Sie haben am Ende noch Ihren Entschließungsantrag erwähnt zum Thema Eintragung von Doktortiteln im Ausweis und Reisepass. Also das ist ein, wie ich finde, wunderschönes Beispiel, wie sich die Ampel offensichtlich intern nicht einig war. Ein Teil wollte offensichtlich die Eintragung ganz wegschaffen, abschaffen. Ein anderer Teil der Ampel wollte das nicht. Und sie haben sich dann auf einen Kompromiss verständigt, der überhaupt nichts bewirken wird, der nur sozusagen Komplikationen auslösen wird und in der Praxis keine Bedeutung entfalten wird. Und auch das haben die Experten ja deutlich gemacht. Das wird so, wie Sie es in dem Antrag vorgeschlagen haben, nicht umsetzbar sein. Also, ich könnte noch einige weitere Beispiele nennen. Nochmal, insgesamt enthält das Gesetz viele gute und sinnvolle Regelungen. Es hätte ein besseres Verfahren verdient gehabt und hätte man die Sachverständigen ernst genommen, wäre es ein gutes Gesetz, ein sehr gutes Gesetz geworden. So ist es nur ein halbgutes und dem stimmen wir dementsprechend auch nicht zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Husse. Nächster Redner ist der Kollege Leon Eckert, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Für viele Menschen ist das Meldeamt der erste Berührungspunkt mit der Verwaltung unseres Gemeinwesens. Dort bekommen wir als Kinder unseren ersten Ausweis, den Reisepass für lang ersehnte Reisen und treffen nach einem Umzug für die Ummeldung das erste Mal auf unsere Gemeinde, auf unseren neuen Markt, auf unsere neue Stadt. Deswegen ärgert es mich als stellvertretender Bürgermeister meiner Heimatgemeinde immer besonders, dass manche Kontakte mit der Verwaltung eben nicht so gut enden. Gerade in großen Städten wartet man ja sehr lange auf Termine, muss zwei machen, weil man zwei Vorgänge getrennt anmelden muss. Und dann muss man gerade jetzt den Ausweis auch noch persönlich im Rathaus abholen, ein weiterer Gang, der dann kommt. Für viele Berufstätige ein Erschwernis, gerade wenn dann auch in Rathäusern lange Öffnungstage, auch schon so bei mir zu Hause passiert, dann gestrichen werden, weil Mitarbeiterinnen fehlen in der Verwaltung, weil man dann eben doch nicht am Donnerstag bis 18 Uhr öffnen kann. Und auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung ihr Bestes geben, es gibt einfach Dinge an unserem System hier im Meldewesen, die sind nicht mehr überall zeitgemäß. Für mich ist deshalb klar, die Dienstleistungen unserer Verwaltung müssen für die Menschen in unseren Städten, Gemeinden, Märkten attraktiver werden. Und das tun wir mit diesem vorgelegten Gesetzespaket. In Zukunft wird es möglich sein, beantragte Ausweisdokumente auf dem Postweg zu erhalten, anstatt sie im Rathaus abholen zu müssen. Damit sparen wir den Bürgerinnen und Bürgern einen zusätzlichen Behördengang. Die stark belasteten Rathäuser und Gemeindeverwaltungen entlasten wir, indem wir ihnen einen weiteren Kundentermin abnehmen. Vor allem Berufstätige profitieren. Bei Ummeldungen aufgrund von Umzügen erleichtern wir die Kommunikation zwischen den Behörden. Die neue Behörde darf ohne Zeitverzögerung und umständliche Freigabeprozesse auf die Ausweisdaten zugreifen. Das erleichtert den Verwaltungen die Arbeit und beschleunigt Prozesse. Und ich weiß im Gespräch mit meinen Kolleginnen aus dem Rathaus, dass der eine oder andere, ich glaube alle im Bürgerbüro, gerne Prozesse beschleunigen würden, die sonst unnötig lange dauern.
Neben den Erleichterungen für die Verwaltungsvorgänge stand auch eine Herabsetzung des Mindestalters für die Online-Auswahlfunktion des Personalausweises von 16 auf 13 Jahren im Raum. Nicht nur wir Grünen im Bundestag hatten hier aber Bedenken, sondern auch die Expertinnen und Experten aus der digitalen Zivilgesellschaft äußerten sich regelmäßig, zum Beispiel in unserer öffentlichen Anhörung, sehr kritisch zum Ausweisverifikationsthema. Wir haben uns daher gegen die Herabsetzung der Altersschwelle des Online-Ausweises von 16 auf 13 Jahre entschieden. Eine solche Herabsetzung würde nämlich ziemlich sicher dazu führen, dass die Online-Ausweisfunktion auch zur Altersprüfung bei der Nutzung von Social Media und Messenger-Diensten eingeführt wird. Was auf den ersten Blick danach aussieht, Kindern eine sichere Möglichkeit der Verifizierung zu geben, könnte am Ende eine bedenkliche Entwicklung in Gang setzen. Denn strengere Regeln in der Altersverifizierung können im schlimmsten Fall dazu führen, dass mehr und mehr Apps auf eine generelle Ausweiskontrolle bestehen. Wenn wir diese Entwicklung begünstigen, gefährden wir auf lange Frist die Anonymität im Netz. Noch dazu bekommen Anbieter Zugriff auf sensible Daten und Vorfälle wie Hacks oder Datenlecks zeigen immer wieder, wie der laxe Umgang mit sensiblen Personendaten ausgehen kann. Um zum Abschluss zu kommen, ich bin davon überzeugt, dass mit der Modernisierung des Passwesens ein echter Fortschritt hin zu mehr Bürgernähe gelingen kann. Herr Oster hat es gesagt, wir nehmen sozusagen einen Weg auf und man kann den Weg sicher auch noch weitergehen, haben wir ja jetzt auch gehört und der Entschließungsantrag weist ja auch hin. Wir entschlacken Verwaltungsprozesse, die nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Lebensrealität begegnen, entlasten sie in der Zusammenarbeit mit den Behörden. Dabei wahren wir gleichzeitig Aspekte des Datenschutzes und wahren die Freiheits- und Grundrechte. Ich halte diesen Entwurf für gelungen. Lassen Sie ihn uns beschließen. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Nächster Redner ist der Kollege Steffen Janich, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir beraten heute über die Änderung des Passgesetzes sowie des Personalausweisgesetzes. Man sollte meinen, es gäbe zahllose Themen, welche die Menschen in unserem Land deutlich mehr beschäftigen. Aber Abgeordnete im Deutschen Bundestag sind auch gewählt, um weniger spektakuläre Gesetzesänderungen mit der gebotenen Sorgfalt und Professionalität zu behandeln. Schon in der ersten Beratung zu diesem Entwurf der Bundesregierung habe ich darauf hingewiesen, dass es richtig ist, Sexualstraftäter daran zu hindern, im Ausland derartige Straftaten zu begehen. Ich habe ebenfalls darauf hingewiesen, dass der geplante Passverweigerungsgrund für Sexualstraftäter aber völlig ins Leere laufen wird, wenn es keine gesetzlichen Regelbeispiele dafür gibt, wann eine Person als Sexualstraftäter zählt. Neulich war ich in einem Rathaus auf der Passstelle. Die Mitarbeiterin bestätigte mir, dass sie und ihre Kollegen gar keine Zeit und auch keine Berechtigung hätten, um in den sozialen Medien zu recherchieren, ob es Anhaltspunkte für Pädophile bei Antragstellern gäbe oder wie dessen soziales Umfeld aussieht. Genau das ist aber in der Begründung des Gesetzesentwurfs nach wie vor vorgesehen. Die Passbehörde ist schlicht keine Ermittlungsbehörde und hat auch bisher keinerlei Befugnis, derartige Akten beispielsweise bei den Polizeien anzufordern. Mein Angebot an die Koalition, einen besseren Änderungsantrag hierzu einzubringen, haben Sie ausgeschlagen. Sexualstraftäter werden entsprechend auch in Zukunft weiter ungehindert im Ausland Sexualstraftaten begehen können, weil Ihre Präventionsvorstellungen in der Praxis schlicht nicht umsetzbar sind. Wenn Polizei und Zollbehörden die Echtheit von Ausweis- und Passdokumenten überprüfen dürfen, so dürfen sie zukünftig die Chip-Daten dieses Dokuments mit Ausnahme der biometrischen Daten zur Datenverarbeitung automatisiert abspeichern, wenn sie dazu durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes befugt sind. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass diese automatisierte Weiterverarbeitung nicht der vorgeschriebenen Zweckbindung gemäß der Datenschutzgrundverordnung gerecht wird. Diese datenschutzrechtliche Problematik bleibt ungelöst. Hieran hat auch der Änderungsantrag der Ampelkoalition nichts geändert. Ein ähnliches Bild zeigt sich weiterhin beim § 22 des Passgesetzes.
Der militärische Abschirmdienst der BND, die Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern dürfen weiterhin automatisch Lichtbilder von Betroffenen abrufen, sofern diese dann nur irgendwie sie für ihre Aufgaben brauchen. Weder gilt eine Zweckbindung der Datenerhebung noch den Grundsätzen der Datenminimierung wird Rechnung getragen. Auch das kritisiert der Bundesbeauftragte für Datenschutz in der Informationstechnik. Die Rechte der Bürger unseres Landes sind aber auch für Geheimdienste bindend. Dieser Gesetzentwurf hat aber auch einige gute und nützliche Änderungen für die Menschen in unserem Land. Zustimmen können wir dieser Änderung aufgrund der geäußerten Bedenken nicht. Aber wir werden als AfD-Fraktion den Gesetzentwurf auch nicht ablehnen. Wir enthalten uns bei der Abstimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Janich. Als nächste Rednerin erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Anne-Veruschka Jurisch, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Einen halben Tag lang Urlaub nehmen, um während der klassischen Öffnungszeiten zwischen 9 und 12 Uhr und 14 und 16 Uhr einer Behörde den Personalausweis zu beantragen, nur um dann einige Wochen später noch mal einen halben Tag freinehmen zu müssen, um den Ausweis abholen zu können, das ist ein großer Zeitaufwand. Im Gegensatz dazu kann ich ja jederzeit online ein Bankkonto eröffnen oder einen Schufa-Auszug beantragen. Die Menschen in unserem Land finanzieren mit ihren Steuern die staatlichen Leistungen in den Verwaltungen. Es muss selbstverständlich sein, dass Verwaltungsleistungen möglichst kundenorientiert, einfach und vereinbar mit der Lebensrealität der Menschen zur Verfügung gestellt werden. Die Prozesse in unserer Verwaltung sind in vielen Punkten noch weit entfernt vom heutigen Standard in anderen Ländern oder auch in Unternehmen. Deutschland hat sich bei der Verwaltungsmodernisierung im Vergleich zu vielen Ländern um uns herum in den letzten anderthalb Jahrzehnten viel zu wenig bewegt. Und diese Koalition nimmt sich dieses Themas konsequent an. Mit diesem Gesetz gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung der Verwaltungsmodernisierung. Wir sorgen jetzt dafür, dass sich der Aufwand bei der Beantragung des Personalausweises für Bürgerinnen und Bürger in Zukunft halbiert. Wir machen den Weg nämlich frei für den Postversand von Ausweisdokumenten. Der zweite Gang zum Amt zum Abholen des Papiers entfällt. Über 12 Millionen Besucher auf dem Amt zum Abholen des Personalausweises fallen hierdurch weg. Und dazu kommen ungezählte weitere Gänge zum Amt für Reisepässe und elektronische Aufenthaltstitel. Das fällt jetzt alles weg, und das ist gut so. Behörden sind ja im Kern Dienstleister gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die das alles mit ihren Steuergeldern finanzieren. Der Staat ist nicht irgendwo über uns, sondern wird von uns Bürgern ja erst ermöglicht. Mit konsequent einfacheren Prozessen treiben wir diesen Servicegedanken des Staats jetzt voran. Die Bundesinnenministerin und die Innenminister der Länder sind jetzt in der Pflicht, in ihren Verwaltungen diesen Wandel durch untergesetzliche Maßnahmen zu verstetigen, wie die Kollegin Wegge das ja auch bemerkt hat. Zur Modernisierung unseres Staates gehört im Kern das Digitalisieren und Optimieren der Verwaltungsprozesse. Mit dem Entschließungsantrag, der zu diesem Gesetz dazugehört, zur Registermodernisierung, werden wir dafür sorgen, dass die Optimierung der Verwaltungsprozesse aber auch Hand in Hand geht mit dem notwendigen Datenschutz. Register sind ein essentieller Teil unserer Verwaltung. Und wir modernisieren nicht nur unsere Register, sondern wir wollen auch sparsam sein mit den Daten der Menschen in unserem Land und mit diesen Daten, diese Daten auch schützen. Ich nenne Ihnen mal einige Register, die wir haben. Wir haben das Melderegister, Personenstandsregister, Handelsregister, Vereinsregister, Grundbücher, Waffenregister, Klageregister, Emissionshandelsregister, Arztregister, Binnenschiffsregister und so weiter. Es gibt in Deutschland 350 Registertypen, verteilt auf allen föderalen Ebenen. Und in all diesen Registern liegen große Mengen von Daten von Personen und Organisationen. Das führt zu Redundanzen bei den vorgehaltenen Daten. Nach einem Umzug etwa ist es auch möglich, dass abweichende Datensätze von derselben Person in Registern verschiedener Behörden vorgehalten werden. Das ist im Sinne der Verschlankung, Beschleunigung und Serviceorientierung der Verwaltung offensichtlich nicht sinnvoll. Gleichzeitig, und ich zitiere hier noch mal aus diesem Entschließungsantrag, ist eine umfassende Registrierung und Katalogisierung der Persönlichkeit durch die Zusammenführung einzelner Lebens- und Personendaten zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen der Bürger
auszuschließen. Und zentral dafür, für diesen Schutz der Bürger, ihrer Daten, dafür ist das sogenannte Datenschutzcockpit, das dem Bürger die Kontrolle über seine Daten ermöglicht und damit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung zur Geltung hilft. Und das ist dafür so wichtig. Damit kommt der Bürger auch bei den Daten auf Augenhöhe mit der Verwaltung, und das ist wichtig. Dieses Datenschutzcockpit, das schon im Gesetz der Registermodernisierung der GroKo enthalten war, wird jetzt weiterentwickelt. Genau darum geht es in diesem Entschließungsantrag. Die wichtige Aufgabe der Verschlankung des Registerwesens muss begleitet werden von effektiven Maßnahmen, um die Bürger und ihre Daten zu schützen. Denn für mich ist klar, die Modernisierung unseres Staates muss im Vordergrund stehen. In Deutschland muss viel nachgeholt werden, doch der Schutz der Persönlichkeits- und Bürgerrechte muss immer Hand in Hand damit gehen. Und jetzt mit modernen Registern und zügig erlangten Ausweispapieren geht es nun in den Sommer, und ich wünsche Ihnen alle eine gute Zeit. Vielen herzlichen Dank auch an meine beiden Mitberichterstatterinnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Anke Domscheit-Berg, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen! Die heutige Debatte zum Passgesetz und zur Registermodernisierung ist der Abschluss einer parlamentarischen Zumutung. Deren Ursache war mal wieder Ampelzank, ihre Folge sind verfuschte Gesetze. Es war schon äußerst kompliziert, überhaupt herauszufinden, welche Eingriffe in Persönlichkeitsrechte die Ampel überhaupt beschließen will. Fakt ist, seit Jahren dürfen Polizei und Geheimdienste Lichtbilder automatisiert abrufen und speichern. Im Digitalausschuss wurde uns vom BMI erklärt, der automatisierte Abruf sei raus aus dem Passgesetz. Das stimmt aber gar nicht. Nur die geplante Verpflichtung von Behörden, automatisierte Abrufe zu erleichtern, flog raus. Und damit wären sogar massenhafte Abrufe von Passbildern durch Sicherheitsbehörden möglich und die Bildung von Schattendatenbanken, wovor auch Sachverständige in der Anhörung warnten und natürlich auch die Linksfraktion. Verfassungsfeinde bei Polizei und Geheimdiensten sollten so gefährliche Werkzeuge niemals bekommen. Derartige Schattendatenbanken wären ein bürgerrechtlicher Albtraum, und wir werden bei jedem Versuch, sie zu ermöglichen, wieder dagegen kämpfen, meine Damen und Herren. Außerdem will die Ampel die Registermodernisierung verfassungswidrig umsetzen. Die Steuer-ID, die wir bekanntlich bei Geburt und lebenslang erhalten, die soll neu zum Identifizierungsmerkmal für über 50 Register werden mit personenbezogenen Daten. Vom Melderegister bis zum Flensburger Punkteregister können damit die Daten jeder Bürgerin zu Profilen verknüpft werden, auch durch staatliche Stellen oder kriminelle Hacker. Der grüne Konstantin von Notz, der klang in der Debatte zur Registermodernisierung 2021 noch so, und ich zitiere ihn: Die Mehrheit der ExpertInnen in der Anhörung, die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und aller Länder sagen, es geht nicht mit der Steuer-ID als Identifier. Wer das nicht zur Kenntnis nimmt, der baut ein verfassungswidriges Gesetz. So schlicht und einfach ist das, meine Damen und Herren. Zitat Ende. Ja, so schlicht und einfach ist das. Kollege Notz, leider heute nicht da. Es ist auch heute noch so. Auch der liberale Ampelkollege Manuel Höferlin fand seinerzeit die Steuer-ID unhaltbar und verwies auf gangbare Alternativen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte sieht das auch heute noch so. Nur die Ampel tut heute so, als sei das Datenschutzcockpit ein Sicherheitsnetz gegen den Missbrauch. Es suggeriert Steuerungsmöglichkeiten für BürgerInnen, zum Beispiel welches Amt auf welche Daten zugreifen darf. Es steht aber noch nicht mal im Gesetz. Es ist eine quasi unverbindliche Absichtserklärung ohne jede Zeitangabe im Ampel-Entschließungsantrag. Das ist kein politischer Kompromiss, das ist Verarsche, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Höferlin? Nur zu. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kollegin Anke Domscheit-Berg, würden Sie mir zustimmen, dass in dem Entschließungsantrag, den Sie gerade erwähnt haben, erstens das Datenschutzcockpit enorm an Umfang zugenommen hat. Bisher war das Datenschutzcockpit lediglich, das übrigens, die Registermodernisierung wurde ja von der GroKo beschlossen, wir haben nichts neu beschlossen. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen. Das ist eine Regelung, die nicht neu, es klang gerade eben so an, neu entsteht, sondern die bereits da ist, die wir nicht verändern können derzeit.
Das Datenschutzcockpit bisher war so, dass man lediglich einige wenige Dinge abrufen konnte, wenn man aktiv eingegriffen hat. Und das, was wir verändern wollen, ist ein Datenschutzcockpit, das alle Zugriffe auf die Registerdaten in Zukunft sogar perspektivisch Einwilligungen oder Widersprüche abbilden kann. Würden Sie mir zustimmen, dass das eine neue Augenhöhe gegenüber der Verwaltung ist, den die Bürgerinnen und Bürger erhalten? Und deswegen, glaube ich, ist es schon ein wesentlicher Unterschied zu der bisherigen datenschutzrechtlichen Situation. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat auf meine Rückfrage am Mittwoch im Digitalausschuss geantwortet, nein, das ändert nichts an der Bewertung der Verfassungswürdigkeit. Ich habe gefragt, wörtlich, ob er glaubt, dass das Datenschutzcockpit und das Vier-Corner-Modell, ob das an seiner Position, die 2021 geäußert worden ist, irgendetwas ändert. Und er hat gesagt, nein, denn das strukturelle Problem, dass wir eine einheitliche Personenkennzahl, die das Bundesverfassungsgericht ja seinerzeit auch für verfassungswidrig erklärt hat, die führen wir ja trotzdem ein. Und nur, dass ich in einem Datenschutzcockpit etwas nachgucken kann, dass irgendein Amt zugegriffen hat, und da reden wir noch nicht von Schattendatenbanken, die dort niemals in ihren Zugriffen auftauchen werden, das ändert nichts an der Verknüpfbarkeit dieser Daten. Es ist vielleicht eine kleine Verbesserung, die drinsteht, aber warum ist es nur ein Entschließungsantrag? Warum steht es nicht im Gesetz? Es ändert nichts an der Struktur. Es hat noch nicht einmal einen Zeitplan. Wir wissen überhaupt nicht, wann diese Dinge kommen sollen. Und im Übrigen haben Sie natürlich völlig recht, das habe ich in meiner Rede ja auch gesagt, dass es dieses Gesetz in seiner Anlage 2021 auch schon gab. Und da waren die FDP und die Grünen noch komplett dagegen. Das habe ich ja gerade zitiert. Jetzt plötzlich soll das alles okay sein. Es ist nicht okay. Und an der Grundstruktur hat sich nichts geändert. Ja, ich bedauere, das sagte ich, glaube ich, vorhin gerade noch, dass Grüne und FDP hier wider besseren Wissens ein verfassungswidriges Gesetz unterstützen. Das zerstört nämlich Vertrauen in die Demokratie. Die Linksfraktion, die hängt ihr Mäntelchen nicht in den Wind. Wir waren 2021 genauso dagegen, wie wir es jetzt sind. Deshalb haben wir auch einen Antrag vorgelegt, nämlich die Steuer-ID als einheitliches Personenkennzeichen durch eine verfassungskonforme Alternative zu ersetzen. Ich bitte darum, um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dumscheid-Berg. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach der Rechtslage kann eine Passbehörde die Ausstellung eines Passes verweigern, wenn zu befürchten ist, dass der Betroffene eine schwere staatsgefährdende Straftat plant oder er selbst eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellt. Und jetzt wird zusätzlich geregelt, dass ein Passversagungsgrund eingeführt wird, wenn der Betroffene wegen einer Straftat, zum Beispiel des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, verurteilt worden ist, um Ausreisen zu verhindern, um weitere sexuellen Missbrauch von Kindern durchzuführen. Ich halte das für eine gute Regel, weil es unerträglich ist, zu wissen, dass Betroffene, dass Straftäter ausreisen, um dort Kinder zu missbrauchen. Wir müssen aber auch noch einen Satz verlieren über das Gesetzgebungsverfahren. Der Bundesrat hat sich sehr stark eingelassen und hat insgesamt 7 Änderungsanträge gestellt. Ich halte die alle für beachtenswert, weil im Passwesen die Länder durch die Kommunen zuständig für den eigentlichen Gesetzesvollzug sind und damit wissen, was die Sachlage ist. Und bei der Gelegenheit übrigens möchte ich auch mal erwähnen, welchen unschätzbaren Dienst auch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bürgerämtern leisten, die für viele Menschen das erste Gesicht unseres Staates sind. Ihnen ist ja auch mal ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Ich finde es bedauerlich, dass von den 7 Äußerungen die Bundesregierung nur zwei nahe treten konnte. Und das teilweise mit Begründungen, dass sie zwar die Richtigkeit einräumen, aber jetzt noch nicht die Notwendigkeit sehen. Man hätte es jetzt sofort regeln können und regeln müssen. Es ist auch schade, dass der Kinderpass abgeschafft wird. In der Praxis war es so, dass der Kinderpass zwar nur ein Jahr gültig war, aber er konnte nach Ablauf des Jahres durch einen einfachen Aufkleber verlängert werden. Jetzt
muss zwar ein verlängerter Reisepass beantragt werden, der aber nur so lange gültig ist, solange auch die Identifizierbarkeit aufgrund des Fotos noch gegeben ist. Ich finde, gerade bis zum Alter von 6 Jahren wäre der Kinderreisepass noch ein taugliches Mittel gewesen. Jetzt wird es für die Familien ein Stück weit teurer und bürokratischer. Und das hätten wir uns, meine Damen und Herren, sparen können. Lassen Sie doch pragmatisch den Kinderpass noch eine Weile am Leben. Letzter Punkt. Über 51 Millionen Ausweisdokumente sind in den letzten Jahren ausgestellt worden. Aber nur 10% der Bundesbürger nehmen die elektronische Signatur auch tatsächlich in Anspruch. 90% nicht. Das ist zu wenig. Wir haben die gemeinsame Aufgabe, das, was der Ausweis auch nutzen kann, in die Praxis auch umzusetzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich. Als nächstes spricht zu uns der Kollege Dr. Zimmermann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist schon gesagt worden, wir diskutieren hier das Pass- und Ausweisgesetz, aber die Ampel hat auch einen Entschließungsantrag zum Thema Registermodernisierung eingebracht. Und dieses Thema, es ist eben schon angeklungen, das ist wesentlich für unsere Verwaltungsdigitalisierung. Es ist die Basis, auf der alles Weitere aufbaut, wenn wir eben eine moderne und digitale Verwaltung haben wollen. Das Ziel muss nämlich sein, und ich glaube, alle, die hier auch heute zuschauen, werden mir da zustimmen, die Kommunikation mit der öffentlichen Verwaltung, die muss nutzerfreundlicher werden, die muss einfach, schnell und vor allem auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gestaltet werden. Und wir wollen das einfach nicht mehr, dass wir das Gefühl haben, wenn wir irgendwelche Formulare ausfüllen müssen, Dinge machen müssen, dass wir irgendwie einen trägen und vergesslichen Start haben. Denn immer wieder denkt man doch, die Daten habe ich doch schon 100-mal eingegeben, die müssen die doch eigentlich haben. Und gleichzeitig gehen sie immer wieder irgendwo verloren. Ich nehme da gerne als Beispiel einen konkreten Fall. Die Grundsteuererklärung in Hessen zum Beispiel. In meinem Bundesland in Hessen, ich habe ein kleines Gartengrundstück, da musste ich eine Grundsteuer-A-Erklärung abgeben. Und das zeigt absolut exemplarisch, wo das Problem bei der Registermodernisierung liegt. Sie bekommen dann, das Land Hessen hat das total nett gemacht, haben dann so eine Internetseite und dann können Sie einmal auf das Elster-Formular klicken, wo Sie dann die Erklärung abgeben. Und gleichzeitig schickt Ihnen das Land Hessen noch einen weiteren Link. Sag, guck mal hier ist das Kataster. Wenn du da drauf klickst, dann kannst du den Katasterauszug von deinem Grundstück dir anschauen. Und auf meinem Bildschirm waren dann 2 Fenster geöffnet, links das Elster-Formular, rechts das Kataster. Und ich habe dann per Hand die Daten in das Formular eingetippt. Und noch deutlicher kann man eigentlich nicht machen, warum es dringend diese Registermodernisierung braucht. Denn es kann doch nicht sein, dass ich per Hand 2 Datenbanken, die der Staat schon hat, miteinander verknüpfen muss. Das muss doch einfacher gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie werden es erraten, es gibt dafür eine Lösung und das nennt sich das Once-Only-Prinzip. Es muss ein Anglizismus sein, also dass ich es nur einmal eintragen muss. Und dafür müssen wir sicherstellen, dass, wenn aus unterschiedlichen Datenbanken die Daten verknüpft werden, dann auch die richtigen Daten miteinander verknüpft werden. Jetzt gibt es in Deutschland, glaube ich, 200 Jens Zimmermanns und deswegen ist es gar nicht so einfach dann, wenn ich 2 Daten habe, die richtigen miteinander zu verknüpfen. Und deswegen haben wir, und darauf hat der Kollege Höferlin eben schon hingewiesen, schon in der Großen Koalition das Registermodernisierungsgesetz beschlossen. Und wir glauben, dass mit der Steuer-ID die Zahl, die man noch bekommt als Baby, bevor man eine Geburtsurkunde hat, gefühlt, dass das eine Möglichkeit ist, dafür zu sorgen, dass am Ende die richtigen Daten auch miteinander verknüpft werden. Und die Frau Kollegin Domscheit-Berg hat vollkommen recht. Das ist eine delikate Sache, weil wir wollen eben nicht, dass am Ende der gläserne Bürger, die gläserne Bürgerin da ist, dass es die eine Datenbank gibt, wo alle Daten von uns zusammengeführt sind. Und deswegen rütteln wir auch nicht an dem Prinzip der dezentralen Datenhaltung. Das heißt, alle personenbezogenen Daten, die unterschiedliche Behörden so sammeln, bleiben dezentral auf alle 3 Ebenen des Staates verteilt.
aber bei Bedarf können sie eben zusammengeführt werden. Und ich glaube, das ist am Ende die richtige Güterabwägung, weil es kann doch nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir am Ende sagen, wir haben jetzt 100% Schutzniveau, aber am Ende funktioniert in der öffentlichen Verwaltung einfach gar nichts. Und jetzt zu sagen, wir drehen das alles wieder zurück, wir warten jetzt noch mal dann 5 Jahre, bis wir da weitermachen können. Ich schaue mich mal um, wenn wir jetzt hier so eine kleine BürgerInnenbefragung machen würden. Ich bin mir relativ sicher, das wollten die wenigsten hier. Und deswegen wollen wir das Ampel eben auch nicht, meine Damen und Herren. Entscheidend ist, dass wir mit diesem Entschließungsantrag noch mal klar machen. Wir bauen das Datenschutzcockpit auf. Man hat damit dann am Ende einen hohen Einblick als Bürgerinnen und Bürger, was mit den eigenen Daten eigentlich passiert. Wir sagen ganz klar, es muss harte Sanktionsmaßnahmen bei Missbrauch geben. Und die dezentrale Datenhaltung bleibt die Grundlage des Ganzen. Und damit stellen wir eben fest, dass die Registermodernisierung am Ende des Tages auch verfassungsfest ist. Und das musste auch der Vertreter des Bundesdatenschutzbeauftragten im Digitalausschuss zugehen. Deshalb ist die Botschaft ganz klar. Wir sind uns einig, die Registermodernisierung, die kann jetzt endlich losgehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Zimmermann. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Philipp Amthor, auf den wir uns jetzt freuen, Herr Kollege Amthor. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Vorfreude. Ich hoffe, ich löse Sie ein. Das ist ja nicht ganz so leicht, denn in dieser Debatte ist es ja doch eher so, dass Sie wohl in die Kategorie des oft beschriebenen parlamentarischen Graubrots gehört. Aber deswegen will ich die Gelegenheit auch nutzen, inhaltlich noch mal einen größeren Bogen zu spannen. Aber Josef Oster, mein lieber Kollege, hat da schon richtig zusammengefasst. Der Entwurf des Pass- und Ausweisgesetzes gehört in der Sache selbst eigentlich eher in die Kategorie, ja, gut gemeint, aber eher schlecht gemacht. Und ich möchte schon ergänzen, er gehört vor allem in die Kategorie kleines, kleines Karo und nicht großer Wurf. Und wenn ich dann höre, Frau Kollegin Wegge, Sie haben das ja schön beschrieben, der Gesetzentwurf sei vermeintlich unspektakulär, auch nachdem wir jetzt diese Debatte gehört haben. Und wenn man sich noch mal vor Augen führt, ich kann ergänzen, er ist tatsächlich unspektakulär. Er enthält wenig Neues und das passt in der Sache dieser Mikroänderung, dem Grunde auch zum Arbeitsstil der Ampel in Fragen der Staatsmodernisierung. Denn da ist es so, dass sie eher auf ganz, 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 ganz kleines Karo setzen und nicht auf die großen Linien. Und das liegt daran, dass sie dazu entweder nicht in der Lage oder nicht willens sind. Und beides ist nicht gut für notwendige Reformen unseres Staates, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und verstehen Sie mich da nicht falsch, ich bin der Letzte, der irgendwie was gegen Kleinkariertheit einzuwenden hätte. Und ich glaube, Kleinkariertheit und kleinteilige Schritte sind auch notwendig in der Staatsmodernisierung. Nur müssen Sie am Ende auch über die Fähigkeit verfügen, kleine Karos zu einem großen Muster zusammenzuweben. Und das ist es, was dieser Ampel fehlt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn Sie haben so ein Gesetz mit Mini-Themen, Kinderausweis, Doktortitel im Pass, alles ist hier ausgeführt worden. Und das eigentlich wichtige Thema, Kollege Zimmermann ist darauf eingegangen, Registermodernisierung, da reicht es dann nur dafür, im Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens noch mal schnell so einen Entschließungsantrag mit einzuschieben. Da wäre es nötig, über die Registermodernisierung meine Grundsatzdebatte noch mal zu führen. Immerhin, ich bin froh, dass Sie sagen, so wie wir es letzte Wahlperiode gemacht haben, ist es gut und richtig. Lassen Sie sich da auch nicht beirren von den ganzen Datenschutzbedenkenträgern in der Koalition. Aber ich finde schon, wenn man hier in der Kernzeit am Freitag so einen Gesetzentwurf debattiert, da hätte man doch wirklich mal einen größeren Wurf machen können, als hier noch so einen schnellen Notiz- und Gedankenzettel zum Thema Registermodernisierung im Innenausschuss anzuschließen. Das ist zu wenig für eine Kernzeitdebatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, Sie sollten sich der Grundsatzfrage nähern im Widerstreit zwischen überzogenem Datenschutz auf der einen Seite und Datennutzung durch den Staat auf der anderen Seite. Wir sind davon überzeugt, wir brauchen einen Staat, der Daten nutzen und verarbeiten kann. Und nutzen Sie die Sommerpause, um auch mal über das große Karo nachzudenken. Wir würden uns freuen und sind gespannt auf Ihre Überlegungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Amthor. Damit schließe ich die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/7615 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19/6519 und 19/7076 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die regierungstragenden Fraktionen. Wer stimmt dagegen? CDU-CSU-Fraktion und Linke. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung, eine letzte körperliche Übung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die regierungstragenden Fraktionen. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU, Karl-Heinz Busendub mit Sicherheit nicht. Ne? Setz dich mal hin. Und die Linke, CDU-CSU-Fraktion und Linke. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Damit ist der Gesetzentwurf auch in dritter Beratungsschlussabstimmung angenommen. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/7615 eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die regierungstragende Fraktion. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU. Wer enthält sich? AfD und Linke. Damit, Entschuldigung. Wunderbar. Also dann wiederhole ich nochmal, die Zustimmung ist erfolgt durch regierungstragende Fraktion und AfD bei ablehnender Haltung der Unionsfraktion und Enthaltung der Fraktion Die Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung gleichwohl angenommen. Abstimmung in Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/7567 mit dem Titel der Registermodernisierung ohne einheitliches Personenkennzeichen. Wer stimmt für den Antrag? Die Fraktion Die Linke. Hallo? Die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Regierungstragende Fraktion und CDU-CSU-Fraktion. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe auf die